Ja, aber wie kriege ich denn jetzt die Tür auf, wenn ich eine Kerze in der Hand habe? Egal. Ja. Da ist ein Bild recht. War die Tür vorher auf? Also Herz darfst du ja echt nicht haben. Warnung, dieses Spielerlebnis ist intensiv und beinhaltet Schockmomente, laute Geräusche und aufblitzende Bilder. Spiele dieses Spiel nicht, wenn du Gesundheitsprobleme oder schwache Nerven hast. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung. Ja, das klingt doch schon mal gar nicht so langweilig. Und ich habe keine Gesundheitsprobleme, zumindest keine, die mich davon abhalten, VR zu spielen. Und schwache Nerven, naja, was soll's. Ich bin in einer Beziehung. Nein, Spaß. Wir legen los. Fallen Planet Studios Präsenz. Schriftzug sieht schon mal geil aus. Affected the Manor. Wie er so vor einem auftaucht. Cool. Bla bla bla. Für das beste Erlebnis sollte betroffen das Spukhaus, also Affected the Manor, mit Kopfhörern stehend und mit Kopfhörern gespielt werden. Ja, das machen wir. Ich spiele alles VR stehend, wenn nicht zwingend irgendwie vom Spiel vorgeschrieben ist. Sitz lieber oder häng dich irgendwie kopfüber an die Decke. Ne? Wenn Sie stehen bleiben, Sie bitte in der Mitte Ihres Spielbereichs und gehen Sie nicht herum. Drücken Sie X, um fortzufahren. Naja, ich stehe genau hier. Ich drehe mich, meine Füße werden Ihre Position nicht ändern. So. So, genau. Das kenne ich tatsächlich schon, weil ich habe natürlich, wie ich das üblicherweise so zu tun pflege, Testaufnahmen gemacht. Habe dabei leider festgestellt, dass dieses Spiel, man sieht es hier tatsächlich nur mit dem PS4-Controller spielbar ist. Es ist ja auch ein PS4-Spiel. Ne? Notwendige Einstellungen habe ich hier schon bereits getroffen. Man kann also hier die Hautfarbe einstellen. Das passt mir. Die Rotation also ist glatt, so. Ja, ansonsten könnt ihr mich auch so ruckweise, da stufenweise nach links und rechts bewegen. Das mag ich nicht, das ist mir zu unrealistisch in VR. Geschwindigkeit des Bewegens ist normal. Beziehungsweise des Drehens ist normal. Langsam ist noch langsamer. Also das wollte ich dann jetzt nicht unbedingt. So, genau. So weit, so gut. Ansonsten habe ich, glaube ich, mein Mikrofon richtig eingestellt. Also es war ein wenig zu laut am Anfang, bin ich der Meinung. Deswegen habe ich das Mikrofon-Audio ein bisschen kleiner gestellt bei der PlayStation tatsächlich. Bin ja leider gezwungen, den Ton des Mikrofons hier mit der PlayStation aufzunehmen, weil übers OBS kriege ich es irgendwie nicht hin. Da müsste ich mir hier irgendwie noch einen Mikrofonständer mit einem Mikrofon hinstellen, beziehungsweise irgendwie so ein Headset aufsetzen mit Mikrofon. Ja, das ist mir alles zu viel Kabelarbeit hier. Gut, also, Affected, The Manor. Ich habe ein bisschen darüber gelesen, allerdings nur ein kleines bisschen. Soll ein mehr oder weniger Walking Simulator sein, eine VR-Erfahrung, kein richtiges Spiel hier mit Flucht, denke ich mal, und Rätsel lösen und, keine Ahnung, prügeln. Ja, deswegen, also eher so eine VR-Erfahrung. Und da wollen wir jetzt mal anfangen. Ich weiß eben nur nicht wo. Da ist eine Tür, die ist möglich zu begehen. Wir können ja einfach mal reingehen. So, hier macht man auf, ne? Das ist ganz cool. Könnte man auch mit einem Move-Controller lösen. Das habe ich mir auch schon gedacht, aber es ist halt so. Vielleicht gab es den zu der Zeit, beziehungsweise den gab es zu der Zeit ganz... Was passiert jetzt? Den gab es zu der Zeit ganz sicher. Bewege dich durch das Spukhaus, indem du den linken Stick zum Gehen und den rechten Stick zum Rotieren verwendest. Gut, das... Ziehen Sie nun den linken Stick, um zu gehen. Ziehen! Na, wenn ich ziehe, dann gehe ich rückwärts. Ja.
diesem Symbol kannst du mit Elementen interagieren. Das haben wir jetzt gerade festgestellt. Verwende R2-Taste, um die Tür zu öffnen. Haben wir jetzt gerade auch gemacht. Ist das jetzt... Also im Prinzip ein Tutorial für alles, was ich jetzt schon gemacht habe. Geh weiter. Okay. Verwende jetzt R2, um die Tür aufzuschieben. Ah, das ist dann eine Schiebetür. Okay, es gibt ja Schiebetüren und normale Türen. Doppeltüren funktionieren genauso. Wir können hier also auch beide Hälften aufmachen. Denke ich hier. Türen, die blockiert sind, haben keinen Griff. Oder so. Also Türen, die keinen Griff haben, sind blockiert. Manche Türen können sich von allein öffnen. Hebe jetzt die Taschenlampe auf, um fortzufahren. Taschenlampe aufgehoben. Ja, ganz cool, ne? Das ist, wie gesagt, das wäre mit dem Move-Controller eigentlich alles geiler, weil der dann noch besser in der Hand liegt entsprechend. Aber okay. Gegeben hat es den zu der Zeit auf alle Fälle schon, aber vielleicht war er da noch nicht vorgesehen, in Spiele zu implementieren. Den gab es ja zu PS3-Zeiten schon. Sei gewarnt, deine Taschenlampe kann flackern, sich ausschalten oder ganz verschwinden. Die verschwindet halt einfach, natürlich. Warum auch nicht? Wir brauchen sie ja nicht. Ne? So. Ansonsten ist jetzt eigentlich alles ganz cool hier. Ich finde die Optik auch. Also ich sag mal, wir reden ja hier von der PlayStation VR 1, die ich aufhab. Das seht ihr ja. Und zu Ende des letzten Monats, also Februar 2023, ist ja die VR 2 rausgekommen. Ja, die ich auch sehr gerne möchte. Aber dann muss natürlich die hier erstmal weg. Deswegen muss ich ein paar Sachen spielen, die noch auf der Agenda stehen. Ja, also Einstellung haben wir gemacht. Da waren wir jetzt drin. Das sind die Credits. Dann gehen wir vielleicht mal zu The Darkness. Sehen uns die hübschen Bilder hier an. Alles geil, alles schön. Da ist ein wunderschönes Symbol mit einer Kerze auf einem Kerzenteller. Da ist eine Kerze auf einem Kerzenteller. Ich vermute, mit meinem messerscharfen Rätselverstand, das Ding muss dahin. Und jetzt gibt's erstmal The Darkness. Ich muss mir auch dringend was überlegen für die Füße. Ich habe festgestellt beim VR-Spielen immer wieder mal, dass irgendwann die Füße scheiße wehtun. Okay, Blair-Hexe, natürlich. Oder irgendeine Hexe. Ja, dass mir irgendwann einer oder beide Füße... Natürlich geht die jetzt nicht auf. Ich denke nur, welche ohne Klinke sind. Ja, okay. Blockiert, dann probieren wir es. Mit der, die ist auch blockiert. Hä? Jetzt sag mir aber nicht, dass das Spiel verbuggt ist, oder? Hallo? Uah. Ach so, ich muss natürlich, die war nicht nur zum hier reinkommen in dieses Areal, die brauchst du natürlich auch, ist ja Licht aus. Okay, also coole Optik auf jeden Fall für die PlayStation VR 1, da gab's, hallo, wer ist das? Alessa aus Silent Hill, offensichtlich. Jetzt ist die weg von dem Bild, dann ist die bestimmt hier irgendwo, ist jetzt aus dem Bild raus, hier in die Realität, in die virtuelle gekommen. Tatsächlich ein bisschen leise, der Ton vom Spiel. Ich mache es mir mal etwas lauter. Ich hoffe tatsächlich, dass das mit der... machen wir weiter so. Ich hoffe tatsächlich, dass das mit den Mikrofoneinstellungen soweit gut ist, dass ich gut zu hören bin, das Spiel aber auch und ich auch vor allem nicht zu laut, dass es nicht kratzt, das Spiel aber auch nicht zu laut. Ne, also... dass alles gut zu hören ist, was ihr hören sollt. Soll ich vielleicht so ein bisschen laufen? Ist halt blöd. Sie hätten jetzt tatsächlich irgendwie, die hätten eine andere Lösung finden können für das Ding. Ne? Das wäre, so muss ich mit beiden Händen hier hantieren. Da wäre mir der Move-Controller deutlich lieber gewesen. Aber ja, ist halt nicht so. Was rege ich mich auf über Dinge, die ich eh nicht ändern kann? Das sind Möbel, die fliegen bestimmt gleich rum. Nicht okay. Ja, ja, wer... wenn man was erwartet, ne?
Oh, hi. Soll ich da hin? Oh. Habe ich gerade Schritte gehört? Oder waren das meine eigenen? Puh, ganze Boot anzünden. Einfach. Dann passiert dir nichts mehr. Alles ist gut. Oh, da kann man sich aber verletzen, ey. Riesen Nägel, die da rausgucken. Da kann man sich echt... Naja. Da weint ein Kind. Was ich auch noch sagen will. Ich hoffe, ich habe die Bodycam-Einstellung bei OBS einigermaßen getroffen. Hey. Lalala. Hab die Bodycam-Einstellung bei OBS einigermaßen getroffen. Ihr habt leider in den Testaufnahmen auch immer wieder gemerkt, ich krieg ein gewisses Flackern des Greenscreens nicht weg. Egal, wie viel ich einstelle, wenn ich das Flackern wegkriegen will, werde ich auch durchsichtig oder unsichtbar. Aber ich kenne mich mit OBS leider noch nicht in so detailliert und in so einem Maße aus, dass ich sagen würde, ich bin da Profi und kann jedes Problem lösen oder irgendwie einigermaßen hinkriegen. Ja, ist in Ordnung. Will jetzt aber auch nicht so viel über meine technischen Unzulänglichkeiten reden hier. Nur für den Fall, dass das jemandem auffällt. Okay, da flackert der Greenscreen. Ah, das hätte er besser machen können. Ja, ich könnte vieles besser machen. Aber gerne Tipps in die Kommentare. Ich gucke mir ja auch schon immer wieder mal so YouTube-Videos dazu an, wie man das OBS ordentlich einstellt und so. Es ist aber tatsächlich so, dass ich dann wegen fast jeder Einstellung ein YouTube-Video angucken müsste. Weil OBS halt doch sehr, sehr komplex ist, ne? Okay. Also bis jetzt ist mal noch nichts Signifikantes passiert. Also wie gesagt, das ist ein... Oh. Es ist eher so ein... Ja, eher so ein Erlebnis, ne? Nicht ein... Ja, aber wie kriege ich denn jetzt die Tür auf, wenn ich eine Kerze in der Hand habe? Egal. Ja. Da ist ein Bild recht. Boah, die Tür vorher auf. Oh, also Herz darfst du ja echt nicht haben. Oh. Also ist natürlich immer gut, wenn man ein Herz hat, aber man sollte ein gesundes... Ob das danach noch gesund ist, ist die andere Frage. Ach, herrje. VR ist schon geil, ne? Ich liebe VR. Auch wenn es auf der PlayStation VR 1 ist, wo es optisch noch nicht so geil aussieht. Ich freue mich ja sehr auf die PSVR 2, wenn ich die dann mal habe. Aber wie gesagt, dafür muss zuerst ein bisschen was erledigt werden. Und die alte muss natürlich... Nee, komme ich nicht hin. Schade. Hat auf jeden Fall jemand ans Fenster geklopft. Aber gut, ist ja draußen auch kalt. Da möchten die Leute natürlich rein. Hallo Fahrrad. Du bist gar kein so komisch rein animiertes Fahrrad, das durch das man durchgehen kann. Was flüsterst du da, Mädchen? Sie, Sir, hören Sie doch bitte auf Möbel einfach so. Die sind ja auch, sehen Sie das jetzt mal an, das ist ja antik. Wenn das kaputt geht, das ist Geld wert. Oh, guck mal, ein schönes Staubkörnchen. So, ich will es sogar anfassen, ne? Finde ich schon geil. Sehr, sehr geil. Optik ist, wie gesagt, für PlayStation VR 1 Verhältnisse wirklich gut. Ne? Klar haben wir den Fliegengitter-Effekt hier. Der gehört halt dazu. Aber den seht ihr natürlich jetzt nicht in der Aufnahme, ne? Gott sei Dank. Dreckskind, elendiges. Hör doch auf damit. Ich stelle jetzt gleich die Kerze ab und versohle den Hintern. Nee, ich versohle dir mit der Kerze den Hintern. Ah. Ja. Das ist besser. Ja. Sie sind auch etwas? Okay. Ah, wen haben wir denn da?
Wollen Sie was tun? Nein, wollen Sie nicht. Okay. Okay. Und Sie? Wunderbar. Er ist ja großartig. Das juckt mich jetzt gerade nicht. Was? Hier steht was? You're going to die in there. Das ist natürlich unschön. Aber werde ich wahrscheinlich nicht verhindern können, ne? Ah. Wurden Sie gebrandmarkt? Eieiei, das ist ja immer schlimmer. Ja, geile Bilder. Also geile Bilder auf jeden Fall. So ein bisschen Layers of Fear Flair kommt hier tatsächlich auf, glaube ich, mit den ganzen Bildern. Ah, hallo. Eine Treppe. Wunderbar. Und es geht nach unten. Wir sind jetzt schon ein paar Mal runtergegangen, ne? Wie tief geht's denn hier runter? Okay. Du tust mir ja nichts, ne? Du bist nur da, um mich ein bisschen zu erschrecken, aber so tatsächlich irgendwie mir Leid antun oder so, das willst du nicht. Warum soll... Warum solltest du auch? Ich hab der... Hallo? Warum sollte sie auch? Ich habe ihr nichts getan. Cool gemacht. Auf jeden Fall cool gemacht. Finde ich richtig geil. Auch wenn man nichts machen kann eigentlich. Aber es ist richtig geil. Hallo? Oh, nochmal eine Treppe. Wie weit geht's denn hier noch? Okay, also die Kleine scheint es... Ah, guck mal. Es geht raus. An die frische Luft. Geht's jetzt erst los oder ist es jetzt zu Ende? Ich glaube, das war... Also ich muss ja dazu sagen, ich spiele die Complete Edition. Es ist durchaus möglich, dass das jetzt im Prinzip das ursprüngliche Spiel, die ursprüngliche Geschichte war. Und wir jetzt im Prinzip... ja, fertig sind. Aber dadurch, dass ich die Complete Edition habe, ist jetzt da noch The Gauntlet? Ich nehme es mal an. Oder gehört das von vornherein schon dazu? Was ist The Gauntlet eigentlich? Entschuldigung. Was ist The Gauntlet eigentlich?